köstliche Brokkoli-Gnocchi mit nur 4 Zutaten, die müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Ihr benötigt einen mittelgroßen Brokkoli, den kurz weich dünsten, dann mit etwas Olivenöl zerkleinern, in eine Schüssel geben, mit Hefeflocken und Mehl, ich habe Spätzlemehl genommen, zu einem Teig verkneten, den in Portionen teilen, daraus Gnocchi schneiden, die Gnocchi für etwa 3 Minuten in Salzwasser weich kochen, dann vor dem Servieren in einer Pfanne anbraten mit Olivenöl und mit Beilagen nach Wahl servieren. So, so lecker, probiert es aus.